Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Kräuterkeller. In diesem Video geht es weiter mit unserer Fragerunde. Ich bin Sandra von Kräuterkeller und werde auch heute wieder eure Fragen aus der Community beantworten, die ihr unter dem letzten Fragevideo eingereicht habt. Und so kann ich dann einfach ein bisschen ausführlicher erklären, was euch so interessiert. Wir haben uns riesig gefreut über eure vielen lieben Kommentare und auch die wertschätzenden Kommentare, in welchen ihr uns dankt und sagt, dass euch dieses Format so gut gefällt. Das freut uns sehr, denn natürlich weiß man zu Beginn nie, ob so ein Format überhaupt hilfreich ist. Aber ich glaube, anhand eurer Rückmeldungen scheint euch dieses Format einen Mehrwert zu bieten. Und ich hoffe, dass meine Antworten auch dem einen oder anderen weiterhelfen, der sich vielleicht noch nicht getraut hat, eine Frage einzureichen. Aber traut euch ruhig, reicht eure Fragen gerne ein, dann kann ich darauf eingehen. Und ich bin mir sicher, wenn ihr eine Frage habt, dann interessiert diese Frage nicht nur euch, sondern ganz sicherlich auch viele andere Zuschauer. Beginnen wir also mit der ersten Frage von Birgit Borchert 695. Liebe Sandra, auch ich bin begeistert von eurer Arbeit und habe schon euer erstes Buch und den Jahreszeitenkalender erstanden. Jetzt habe ich aber doch noch mal eine Frage zur Brennnessel. Ich habe im Internet eine Bemerkung gefunden, dass man die Blätter nach der Böde nicht mehr essen soll. Stimmst du dem zu? Liebe Grüße, Birgit. Also, liebe Birgit, das hat den Hintergrund, dass bei Pflanzen generell es so ist, dass sich die Kraft und auch die Inhaltsstoffe der Pflanze auf das jeweils präsenteste Wachstum konzentriert. Und bei der Brennnessel, wenn sie in die Blüte geht, steckt die Kraft der Brennnessel in der Blüte. Die Pflanze muss sich dann auf die Ausbildung der Blüte konzentrieren. Wenn dann aus der Blüte irgendwann Samen werden, ist es genauso. Da geht die Kraft dann in die Samen. Und daher kommt diese Empfehlung, die im Internet zu finden ist. Es ist aber nicht so, dass bei der Brennnessel die Blätter dann giftig werden oder man sie gar nicht mehr essen kann, sobald die Pflanze in die Blüte geht. Die Brennnesselblätter verändern sich aber, wenn die Pflanze in die Blüte geht. Denn die Brennnessel, die wird ja auch recht groß, bis die Brennnessel blüht, hat sie eine gewisse Wuchshöhe erreicht und dann sind auch die Blätter oft sehr groß und vor allen Dingen sehr hart und teilweise auch schon durchlöchert, weil da vielleicht andere Tiere dran unterwegs waren und von den Blättern gegessen haben, da ja auch die Tiere großen Lebensraum an und in der Brennnessel finden. Und die Blätter, die dann eben noch an der Pflanze zu finden sind, wenn die Brennnessel schon blüht, sind auch schon relativ alt. Die Pflanze treibt nach oben hin immer wieder junge, neue Blätter aus. Und die, die weiter unten wachsen, die sind dann eben eigentlich nicht mehr empfehlenswert. Auch wir empfehlen nur die oberen 3 bis 4 Blattpaare zu pflücken, wenn die Brennnessel schon in der Blüte ist oder wenn man schon Samen sammelt, dann nutzen wir da nur noch die oberen Pflanzenteile der Brennnessel und lassen alles unten dran stehen, weil die oberen eben die jüngeren Blätter sind. Und optimalerweise findet man aber an einem anderen Standort oder dort, wo vielleicht gemäht wurde, einfach noch Brennnesseln, die noch nicht so alt sind und noch nicht in die Blüte gegangen sind. Wenn die so bis 30 cm hoch sind, kann man auch noch die ganze Pflanze verwenden. Da hat man dann einfach junge, nährstoffreiche Blätter, wo die Kraft der Pflanze eben noch in den Blättern steckt und man sagt dann eben vor der Blüte haben die Blätter die höchste Konzentration an Inhaltsstoffen. Daher diese Warnung im Internet. Aber wie gesagt, es ist nicht so, dass man die Brennnessel nicht mehr essen könnte. Da es aber so viel Brennnesseln gibt und man auch immer eigentlich junge Pflanzenteile findet, die Empfehlung, die oberen Triebe zu nutzen oder nach jungen, frisch nachgewachsenen Pflanzen Ausschau zu halten. Wir nutzen die Brennnessel übrigens das ganze Jahr. Wir finden das ganze Jahr essbare Pflanzenteile und sammeln natürlich dann auch in den Monaten, in denen es besonders viel Brennnessel gibt, mehr, um die Brennnesseln haltbar zu machen, indem wir die Blätter trocknen und Pulver daraus machen oder natürlich auch die leckeren Samen trocknen und sie dann getrocknet über unser Müsli streuen. Wenn die Brennnessel euch interessiert und ihr mehr über die Brennnessel und auch zum Beispiel
über die Tiere erfahren wollt, die die Brennnessel ebenfalls nutzen, dann ist unser Buch Die Brennnessel, Königin der Wildpflanzen, der ideale Ratgeber für euch. Da haben wir nicht nur ganz viele tolle Rezepte mit aufgenommen, sondern wir erklären eben auch wichtiges Hintergrundwissen zur Brennnessel. Zum Beispiel auch, wann man welche Pflanzenteile nutzen sollte, wie man die Brennnessel anfassen kann, ohne Handschuhe tragen zu müssen. Wir zeigen auch eine Aufnahme der Brennhaare, die man so mit bloßem Auge nicht sehen kann, weil der Alex ein ganz besonderes Lupenobjektiv verwendet hat und so sehr, sehr besondere Aufnahmen von der Brennnessel machen konnte. Also ein wunderbares Lehrbuch, das euch beim Sammeln und Verwerten der Brennnessel auf jeden Fall unterstützen wird. Ihr findet dieses Buch wie all unsere anderen Produkte in unserem Kräuterhexen-Online-Shop unter www.die-moderne-kräuterhexe.de. Dann gab es noch eine Rückfrage von Homer Tyson 9031 zum letzten Mal. Da ging es um den Storchenschnabel. Wer das verpasst hat, kann gerne noch mal ins letzte Fragevideo von der letzten Woche reinschauen. Und Homer Tyson möchte wissen, wie sieht bitte der Storchenschnabel aus? Berechtigte Frage, wenn man den noch nie gesehen hat, bringt meine Erklärung auch relativ wenig. Da zeigen wir euch jetzt noch mal, wie der Storchenschnabel, der stinkende Storchenschnabel aussieht, den man übrigens vor allen Dingen am Waldrand finden kann. Weiter geht's mit einer Frage von Beatrice N. Walz und sie möchte wissen, was mich grundsätzlich mal noch interessieren würde, welche Wildkräuter speziell in der Schwangerschaft oder eben auch nicht in der Schwangerschaft verwendet werden dürfen. Bei Himbeerblättern weiß ich durch eigene Erfahrung, dass sie der Geburtsvorbereitung dienen, auch gibt es bestimmt noch jede Menge mehr. Das war der eine Teil der Frage und zum zweiten Teil der Frage komme ich gleich. Das Thema Kräuter und Heilpflanzen in der Schwangerschaft ist ein sehr umfangreiches Thema, was ganz oft von euch nachgefragt wird. Und da ist es so, da kann ich auch jetzt im Rahmen dieses Videos dem umfassenden Thema gar nicht gerecht werden, aber es ist eben sehr wichtig, in der Schwangerschaft zu prüfen, was nimmt man zu sich. Es geht da aber nicht nur um die Kräuter und Heilpflanzen, denn noch gibt es einige Kräuter und Heilpflanzen, die vor allen Dingen auch in der Geschichte bekannt dafür wurden, dass man sie zum Beispiel für Schwangerschaftsabbrüche eingesetzt hat oder aber eben auch zur Förderung der Wehen. Und das ist natürlich nur ganz am Ende der Schwangerschaft gewünscht, wenn überhaupt, aber eben nicht am Anfang, weil das dann natürlich schlecht sein kann. Und da möchte ich jetzt kurz ein paar Pflanzen nennen, aber es ist wichtig, ich kann nicht auf jede Pflanze eingehen in diesem Rahmen und es ist wichtig, einfach selbst nochmal zu prüfen, was kann ich nehmen, wenn ich schwanger bin. Am besten einfach jede Pflanze kurz prüfen und im Zweifel dann eher darauf verzichten, statt eine Pflanze in größerer Menge zu sich zu nehmen, die dann möglicherweise doch problematisch sein könnte. Aber um jetzt die Panik vorwegzunehmen, es geht nicht darum, alle Kräuter und Heilpflanzen zu meiden, wenn man schwanger ist. Viele Kräuter sind sehr wertvoll, enthalten sehr wertvolle Inhaltsstoffe, die man ja gerade in der Schwangerschaft auch braucht. Es kommt immer auf die Menge und auf die Dosierung an und natürlich auch auf die Pflanzenteile, die man zu sich nimmt. Früher hat man zum Beispiel Beifuß oder auch die Aloe oder auch Safran genutzt für Schwangerschaftsabbrüche und auch das Öl von Petersilie, also Petersilienöl, hat man für Schwangerschaftsabbrüche genutzt. Vielleicht habt ihr in einem unserer früheren Videos schon gehört, dass Petersilie zur Giftpflanze des Jahres 2023 gekürt wurde. Hintergrund ist einfach genau der, dass Petersilie, sobald die Pflanze in die Blüte geht, einen Giftstoff entwickelt, nämlich das Apiol. Und da ist es so, anders als bei der Brennnessel in der Frage vorher, dass man Petersilie eben nicht mehr essen sollte, wenn die Pflanze blüht. Das habt ihr wahrscheinlich jetzt bei uns schon gehört, wenn ihr uns verfolgt. Wir haben das dieses Jahr mehr als einmal erklärt. Aber man hat dann eben aus Petersilie ein Petersilienöl gemacht und dieses dann den Frauen gegeben, um einen Schwangerschaftsabbruch einzuleiten. Und das hat man früher so gemacht, da gibt es auch Überlieferungen dazu. Daher eben auch vermehrt die Angst teilweise vor Kräutern und Pflanzen,
die man dann eben nicht zu sich nehmen sollte in der Schwangerschaft. Es ist zum Beispiel auch so bei Beifuß. Beifuß gehört auch zu den Pflanzen, die wehenfördernd sind. Auch da sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein und Rücksprache halten. Aber es ist trotzdem einfach so, dass es viele Pflanzen gibt, die man verzehren kann in einem Wildkräutersalat. Spitzwegerich zum Beispiel ist hier zu nennen. Und auch die beliebten Küchenkräuter, die dann teilweise in großer Menge auch wieder mit einem Ausrufezeichen versehen sind. Zum Beispiel Thymian, aber auch Salbei oder Rosmarin. Auch diese Kräuter können in großer Menge wehenfördernd sein. Es kommt aber immer auf die Menge an. Wenn man jetzt ein kleines bisschen Rosmarin irgendwo in einer Soße drin hat, muss man nicht in Panik verfallen. Würde man jetzt aber jeden Tag mehrere Liter Rosmarin-Tee trinken, wäre das sicherlich kontraproduktiv ab einer gewissen Dosierung. Darum geht es eigentlich bei vielen Kräutern. Also lasst euch nicht zu sehr verrückt machen. Es gibt viele andere Stoffe, die viel, viel problematischer sind in der Schwangerschaft. Gerade auch Lebensmittel, Fertigprodukte, die aus den industriell verarbeiteten Lebensmitteln stammen. Natürliche Pflanzen und Kräuter sind ja völlig naturbelassen, aber dennoch eben teilweise sehr wirkungsvoll und sehr kräftig. Das wissen wir, sonst gäbe es keine Heilpflanzen. Deswegen ist es einfach wichtig, da genau zu prüfen, was man zu sich nimmt. Dann hat die Frage noch einen zweiten Teil von Beatrice. Sie geht nochmal auf die Tinkturen ein, die ich im letzten Video ja schon angerissen hatte. Da auch nochmal hier ein toller Nachtrag, den ich gerne erkläre. Sie möchte wissen zu Tinkturen auch nochmal eine Frage. Meine Kinder möchte ich nicht unbedingt eine alkoholische Tinktur vorsetzen, wenn es mal nötig ist. Vielleicht gibt es auch Alkoholkranke, die trocken sind unter den Zuschauern. Was ist eine gute Alternative für Alkohol, um eine Tinktur zur innerlichen Anwendung anzusetzen? Das ist eine sehr gute und sehr wichtige Frage. Und dem stimme ich absolut zu. Kindern würde ich auch keine alkoholische Tinktur geben. Alkohol ist einfach ein Mittel, um Wirkstoffe aus den Pflanzen sehr gut auszuziehen. Die Pflanzen geben den sehr gut an den Alkohol ab, aber dennoch ist Alkohol halt Alkohol und für Kinder nicht unbedingt empfehlenswert, genauso natürlich wie für alkoholkranke Menschen, die keinen Alkohol mehr zu sich nehmen können und dürfen. Und da ist es so, dass es Alternativen gibt. Und gerade für Kinder, fangen wir mal damit an, gibt es tolle Möglichkeiten, wenn man zum Beispiel einen Auszug macht mit Honig. Auch Honig eignet sich sehr gut, um Wirkstoffe aus Pflanzen auszuziehen. Da kennt ihr vielleicht unser tolles Rezept für einen Thymian-Honig oder auch einen Spitzwegerich-Honig, der dann als natürliches Hausmittel bei Husten eingesetzt werden kann. Und auch der Honig zieht sehr gut Inhaltsstoffe aus den Kräutern aus, die man dann mit der Einnahme des Honigs einnehmen kann. Und der hat natürlich auch noch viele weitere tolle Inhaltsstoffe. Honig ist übrigens zusammen mit Essig auch eine tolle Kombination. Oxymel nennt man das Ganze dann. Und da kann man tolle Kräuterauszüge machen. Da kann man viele verschiedene Kräuter damit ansetzen und es schmeckt auch herrlich, diese Mischung aus süß und sauer und auch die ergänzenden Inhaltsstoffe vom Honig und vom naturtrüben Apfelessig an sich sind schon ganz toll und es ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit, um die Kräuter letztendlich haltbar zu machen und eben an die Inhaltsstoffe der Kräuter zu kommen, wenn man sie vielleicht in der Natur gerade nicht mehr finden kann. Oft braucht man die Kräuter ja dann auch im Winter und dann findet man nicht mehr so viel in der Natur. Im Winter sind aber viele Menschen krank und deswegen gibt es eben diese ganzen tollen Hausmittel, die auch ohne Alkohol funktionieren. Also zusammengefasst ist Honig eine tolle Alternative, aber auch eben zum Beispiel Essig. Und wenn ihr da mehr Tipps dazu haben möchtet oder auch noch mal das Rezept nachlesen wollt oder auch wie man einen Kräuteressig ansetzt oder das Honigessigrezept, dann findet ihr all diese Rezepte in unserem Buch Wildkräuter haltbar machen. Und da haben wir nicht nur die Rezepte aufgeführt, sondern es gibt darin auch eine tolle Übersichtstabelle, wo wir nochmal zeigen, was sich besonders gut eignet, um die Kräuter haltbar zu machen und die Inhaltsstoffe so gut wie möglich auszuziehen. Und da gehen wir eben auch auf Essig ein und eben auch Alkohol. Aber ihr könnt da eben in der Tabelle dann auch selber entscheiden, wenn ich auf Alkohol gänzlich verzichten möchte, was für ein anderes Verfahren eignet sich hier sehr gut.
Hier findet ihr zum Beispiel das Oxymel oder auch einen tollen Räuberessig, in dem viele verschiedene Kräuter mit aufgeführt sind. Ihr findet auch dieses Buch in unserem Kräuterhexen-Online-Shop unter www.die-moderne-kräuterhexe.de. Dann möchte Ilona Blevins 4374 wissen. Hallo, ich wollte wissen, ob die Samen der Jungfer im Grünen gegessen werden könnten. Ich finde die Frage-Antwort-Videos genial. Vielen Dank für die lieben Worte. Schön, dass dir dieses Format gefällt. Und die Samen der Jungfer im Grün sind eng verwandt mit dem Schwarzkümmel, Nigella sativa. Und das sieht ja auch so auf den ersten Blick relativ ähnlich aus. Also die Samen sehen relativ ähnlich aus und auch die Blüten sehen relativ ähnlich aus. Dennoch gibt es da Unterschiede, vor allen Dingen von den Wirkstoffen. Es gibt auch unterschiedliche Quellen zur Essbarkeit bzw. unterschiedliche Aussagen und Empfehlungen. Einige sagen, dass die Samen schwach giftig sind, in größerer Menge Probleme machen können, aber in kleinen Mengen, in denen man sie hier sammeln kann, also man müsste da wirklich große Mengen verzehren. In kleinen Mengen ist es wohl unproblematisch. Dennoch enthalten die Samen der Jungfer im Grün eigentlich kaum nennenswerte Inhaltsstoffe, die jetzt auch für die Hausapotheke interessant wären. Da wäre auf jeden Fall der Schwarzkümmel, also der echte Schwarzkümmel, zu bevorzugen. Denn da gibt es einfach zigtausend Studien. Die Wirkung ist da wirklich lange belegt und über viele Jahrhunderte auch überliefert, dass Schwarzkümmelsamen oder Schwarzkümmelöl eine ganz tolle und auch sehr kraftvolle Heilpflanze sind, beziehungsweise der Schwarzkümmel eben an sich. Man nutzt dabei eben nur die Samen, weil da die meiste Kraft der Pflanze dann letztendlich drinsteckt. Und da gibt es ein vielfältiges Anwendungsspektrum für Schwarzkümmelölsamen oder Schwarzkümmelöl. Aber die Samen von Jungfer im Grün würde ich persönlich jetzt nicht empfehlen, in großen Mengen zu verzehren. Da bin ich lieber vorsichtig und halte mich da an mein Gefühl. Ich nutze lieber dann Schwarzkümmel. Und übrigens kann man Schwarzkümmel auch ganz toll im Garten anbauen. Wächst ähnlich gut wie Jungfer im Grünen. Deswegen, wieso nicht einfach mal Schwarzkümmel säen? Dann hat man gleich die richtige Pflanze im Garten. Dann möchte Dorothea Ottiger 7792 wissen. Habe mit Interesse das Video geschaut. Jetzt finde ich komisch, warum kein Deckel benutzen beim Ziehen. Da ist doch Schimmelbildung vorprogrammiert. Habe auch getrocknete Ringelblumen angesetzt. 6 Wochen in einem geschlossenen Glas ziehen lassen ist wunderbar geworden. Also es geht hier um das Video zur Herstellung eines Ringelblumenöls, das man dann für eine Ringelblumensalbe benötigt. Und Dorothea hat getrocknete Ringelblumenblüten benutzt und den Deckel verschlossen. Das geht, weil die Blüten getrocknet sind. Wären die Blüten frisch und der Deckel würde verschlossen werden, würde es zu Verdunstung kommen. Denn die Blüten, die haben Feuchtigkeit, wenn sie frisch in Öl angesetzt werden. Und die Feuchtigkeit, die muss irgendwo hin. Und wenn da ein Deckel drauf ist, dann sammelt sich die Feuchtigkeit am Deckelrand oben. Und dann bildet sich da Feuchtigkeit, wenn das Wasser runtertropft. Und dadurch entsteht dann eine Schimmelbildung, weil dieses Wasser sich mit dem Öl und den Pflanzenteilen verbindet. Und dann gibt es eben eine kleine Schimmelschicht meistens. Das kann auch nur so ein leichter Glibber sein. Also es sieht auf jeden Fall nicht gut aus, wenn das Öl nicht vollständig in dem Zustand ist, in dem ihr es vorher angesetzt habt. Dann ist da irgendwas gekippt. Und es ist teilweise schwer zu erkennen, kann auch schon zum Beispiel bei hoher Luftfeuchtigkeit ein Problem sein, wenn es dann auch zu Temperaturschwankungen kommt. Ihr stellt es vielleicht tagsüber raus und dann wieder rein. Auch da kann sich dann teilweise Kondenswasser bilden, wenn ihr den Deckel drauf habt. Wenn man jetzt aber wie Dorothea getrocknete Blüten nimmt, dann kann das funktionieren, sofern alles andere trocken war. Wenn das Glas ein bisschen nass war oder ihr vielleicht am ersten Tag den Deckel nicht draufgesetzt habt, kann es auch da zu Schimmelbildung kommen. Habt ihr aber komplett trockene Blüten, macht den Deckel sofort drauf, dann kann das gut gehen. Und ist bei ihr Gott sei Dank auch gut gegangen, zum Glück. Aber wir empfehlen eben immer ohne Deckel einen Ölansatz anzusetzen und dann zum Beispiel so ein kleines Netz drüber zu machen oder ein kleines Stofftuch, wodurch dann die Feuchtigkeit einfach noch verdunsten kann. Das ist sehr wichtig.
Und dann könnt ihr auch auf Nummer sicher gehen, und auch wenn es dann zu einer anderen Luftfeuchtigkeit kommt oder so, habt ihr da einfach keine Probleme. Und deswegen empfehlen wir den Ölauszug ohne den Deckel zu verschrauben. Dorothea meint wahrscheinlich, dass es zu Schimmelbildung kommt, wenn kein Deckel drauf ist, weil da Sachen reinfallen können in das Glas oder sich dann irgendwelche Sachen ansiedeln können, die dann anfangen zu schimmeln. Das stimmt. Deswegen ist es wichtig, dass man ein Tuch drüber legt. Also früher haben wir das mit so einem Tüllstoff gemacht, aber da können halt auch noch kleine Fliegen oder Partikel irgendwie durchkommen. Besser ist es eigentlich, man nutzt ein kleines Stückchen Baumwollstoff oder so einfach, was ihr habt, um auch so über so Schraubgläser drüber zu machen. Sowas eignet sich immer ganz gut, und das auch dann wirklich ringsrum befestigen, verknoten, sodass da auch kein Tier zum Beispiel reinkommen kann und einfach auch keine Schmutzpartikel aus der Umwelt. Und dann geht es eigentlich gut mit dem Ölauszug. Funktioniert bei uns immer sehr gut. Möchtet ihr noch mal genauer nachschauen, wie man ein Ringelblumenöl oder eine Ringelblumensalbe macht, dann haben wir dazu ein eigenes Lehrvideo gedreht. Das findet ihr in unserem YouTube-Kanal, ist hier für euch verlinkt. Und dann könnt ihr da in Ruhe noch mal reinschauen und euch die Anleitung Schritt für Schritt noch mal zu Gemüte führen, um dann selbst so eine Ringelblumensalbe oder ein Ringelblumenöl zu machen. Und übrigens findet man die Ringelblumenblüten jetzt auch noch frisch in der Natur bis fast Oktober, denn die Ringelblume, die blüht relativ lang. Also wir haben die ersten schon im Juni gesammelt, und bis in den Oktober hinein findet man noch Blüten in der Natur oder vielleicht auch in eurem Garten. Und dann könnt ihr damit ein tolles Öl ansetzen und dann später eine Salbe daraus machen. Das war's für heute. Wir hoffen, es waren wieder einige Antworten mit dabei, die vielleicht auch euch interessieren und die ihr immer schon mal beantwortet haben wolltet. Deswegen herzlichen Dank für all eure Fragen. Es hat mir großen Spaß gemacht, auch immer wieder über so Kleinigkeiten noch zu sprechen, denn im Großen und Ganzen ist irgendwie, ja klar, ein Ölansatz okay, aber dann diese kleinen Feinheiten, die es ausmachen, damit das Ganze dann gelingt, das ist doch echt interessant, über sowas mal ausführlich zu sprechen. Also vielen Dank für eure tollen Fragen, und wie gesagt, wenn auch ihr eine Frage habt, die ihr schon immer mal beantwortet haben wolltet, dann schreibt sie gerne direkt unter dieses Video in die Kommentare, und dann gehe ich in einem der nächsten Videos ausführlich darauf ein. Vergesst nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, das ist ganz wichtig, damit unterstützt ihr unsere Arbeit und ihr verpasst auch keins der nächsten Videos. Nun macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss!